Willkommen zur 5. Weltmeisterschaft im Kickboxen in der Olympiahalle in München. Zum 10-jährigen Jubiläum der WAKO haben hier am 10. und 11. Oktober 1987 312 Kämpfer aus 28 Nationen und 5 Kontinenten an den Titelkämpfen teilgenommen. Ein Teilnehmerfeld, das es bisher im Kickboxen noch nie gegeben hat. 15.000 Zuschauer erlebten an beiden Tagen furiose Kämpfe im Leichtkontakt der Frauen und Männer und den Wettbewerb für Formen, der Begeisterungsstürme hervorrief. Auch im Showprogramm gab es viele interessante Vorführungen. Sehen Sie jetzt in Auszügen die Superfights im Vollkontakt und erleben Sie die Stimmung eines Publikums, das dieser Weltmeisterschaft mit nicht endender Begeisterung und spontaner Kritik einen unvergesslichen Rahmen gab. Die Halle kocht. Das Publikum protestiert. Die Veranstaltung ist unterbrochen. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Eben wurde ein Urteil gefällt, das dieses Publikum nicht hinnehmen will. Geschlossen stehen tausende Fans auf der Seite des Lokalmatadors Klaus Osterrieder. Er hat gegen den Amerikaner Jim Graydon verloren. Seine Fans sehen das anders. Ganz anders. Sehen wir uns diesen Kampf einmal an. Klaus Osterrieder, die deutsche Hoffnung im Superschwergewicht, ist ein noch junger Kämpfer. International steht er hier zum ersten Mal im Ring. Erstaunlich seine Beweglichkeit in dieser Gewichtsklasse. Und er hat Herz. Gut abgeblockt. Ein gelungener Halbkreis-Fußstoß. Aber Graydon lässt sich davon nicht beeindrucken. Gut abgewehrt. Ein Treffer. Und wieder einige Treffer. Doch nicht genau genug. Graydon hat Routine. Er bewegt sich gut, bietet kein klares Ziel. Ein Ausrutscher. Trotzdem, es sieht so aus, als ob der Münchner die erste Runde gewonnen hat. Er hat öfter getroffen und klarer getroffen. Und hier ist die zweite Runde. Osterrieder beginnt sofort offensiv. Sucht er die schnelle Entscheidung? Aber Graydon fightet mit. Graydon muss mehr tun als in der ersten Runde. Das dürften ihm seine Coaches Jeff Smith und Bill Wallace sicher gesagt haben. Hey, you want to get it?
Hier sind die beiden Ex-Superstars. Ein Axtkick von Graydon, der trifft. Graydon drängt. Aber ob dies den Kampf noch beeinflussen kann? Graydon gewinnt. Hauchdünn. Eine Entscheidung, die das Publikum sicher nicht zu Unrecht anders gesehen hat. Freude bei den Amerikanern. Enttäuschung bei den Deutschen. Dabei hatte für Osterrieder alles so gut angefangen. Sein erster Gegner kam aus Frankreich. Ohne zu zögern marschierte Osterrieder vorwärts und erzielte den ersten Niederschlag. Christian Wolf zum Mikrofon, bitte. Christian Wolf. All Kata Judges, Kata Weapons, Kata Referees, report to the microphone immediately, please. Schiedsrichter Kata, sofort zum Mikrofon. Attention. Los jueces para Kata. Pronto, ja, und hier zeigt Osterrieder, was er wirklich kann. Eine gelungene Kombination von Händen mit einem starken Halbkreis-Fußstoß als Abschluss. Der Franzose Bruce Dupas wurde ausgezählt. Dies ist der Kampf von Michael Kur Deutschland in weißer Hose gegen Massimo Ulissi Italien. Sehen Sie bitte genau hin. Für Kur war dies die fünfte Weltmeisterschaft. Zweimal wurde er Vize-Weltmeister, 1979 in Florida und 1983 in London. 1985 holte er sich das erste Mal den begehrten Titel. Und hier wollte er seine glanzvolle Karriere wieder mit der Meisterkrone schmücken. Er hatte sich hervorragend vorbereitet und war in ausgezeichneter Form. Und man sieht, wie er mit glänzender Technik in dieser Runde dominiert. Immer hat er eine Hand oder einen Fuß mehr im Ziel.
Die zweite Runde. Ulissi müsste jetzt kommen und durch K.O. gewinnen, wenn er diesen Kampf noch herumreißen will. Kur drosselt das Tempo. Er weiß, dass die erste Runde seine Runde war. Aber haben die Punktrichter das auch so gesehen? Ulissi wird stärker, bekommt mehr Spielraum. Aber eine Überlegenheit des Italieners ist nicht erkennbar. Die Runde wirkt ausgeglichen. Für Kur sollte das reichen. Ja, und da wurde Kur erwischt. In der letzten Sekunde des Kampfes oder bereits nach dem Zeitablauf? Ulissi traf mit der Führungshand genau sein Kinn. Kur fiel und stand sofort wieder auf. Der Ringrichter vergaß das Zählen, denn für ihn war die Runde vorbei. Laut Reglement hätte er aber in jedem Fall noch anzählen müssen. Und der Treffer dürfte nur mit einem Punkt bewertet werden, wenn er noch in der regulären Kampfzeit ausgeführt wurde. Aber hier zeigten die Punktrichter leider Unsicherheiten. Sie beurteilten diesen Kampf wahrscheinlich nur nach diesem Niederschlag. Und so wurde auch Kur ein Pechvogel dieser WM. Sieger wurde Massimo Ulissi. Wir bitten einen Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks zum Mikrofon. Einen Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks zum Mikrofon. Danke. Nächster Katos, Saudi-Arabien. Nächster Katos, Saudi-Arabien. Dies ist der dritte Pechvogel des deutschen Teams, Rudolf Kainer. Ein hervorragender Techniker, ein Kämpfer mit Herz, der immer bereit ist, alles zu geben. Hier steht er in seinem ersten Kampf gegen den ebenso starken Algerier Braham Rahal. Kainer in der weißen Hose. Oh, I got this one.
Ein guter Kampf, das muss man sagen. Überhaupt, alle Kämpfe dieser Weltmeisterschaft standen auf hohem Niveau. In dieser Klasse kämpft übrigens auch Troy Dorsey. Rudolf Kainer verliert. Der Sieg geht an Braham Rahal. Es hätte sicher auch umgekehrt ausgehen können. Joachim Meinker. Ein Mann mit einem sagenhaften Kämpferherz. Der Mann, dessen Kämpfe immer sehenswert sind, voller Aktion und Einsatz. Er steht hier gegen den Jugoslawen Dagovic. Das hat gesessen. Ein harter Halbkreis-Fußstoß, der voll getroffen hat. Und dazu noch der harte Aufschlag mit dem Hinterkopf. Dagovic ist stark benommen. Er wird ausgezählt. Ein Glück, dass alle Kämpfer Kopfschützer tragen. Das hätte wirklich ernster ausgehen können. Dieser Kick war ein knallharter Volltreffer. Hier sieht man, wie wichtig ein guter Kopfschutz ist. Meinka in seinem zweiten Kampf. Sein Gegner ist der starke Algerier Slimane Hamzaoui. Ja, Kopfschützer sind bei der WAKO Pflicht. Und das ist gut so. Bei dieser WM hat sich erneut gezeigt, wie sicher der Kopfschutz von Top Ten doch ist. In jahrelanger Arbeit hat der Erfinder Georg F. Brückner in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Forschung und Technik diesen Kopfschutz entwickelt, der heute auf der Welt seinesgleichen sucht. Eine optimale Sicherheit ist durch mehrfache wissenschaftliche Untersuchungen bewiesen. Die zweite Runde. Dieser Gegner ist nicht so leicht zu kämpfen. Er fightet mit. Noch ein paar Worte zum Kopfschutz. Dieser Top-10-Kopfschutz ist auch vom Weltamateurboxverband anerkannt worden und bereits in mehr als 60 Ländern im Einsatz. Bei der Juniorenbox-Weltmeisterschaft 87 in Kuba hat ihn sogar die komplette russische Nationalmannschaft getragen. Und bei den Asienmeisterschaften der Boxer in Kuwait 87 haben ihn auch die Japaner eingesetzt. Beide fighten erbittert. Jeder möchte den Sieg auf Biegen und Brechen. Meinka müsste nach Punkten eigentlich vorne liegen. Come on.
Der Kampf ist zu Ende. Beide glauben an ihren Sieg. Aber Mainka verliert dieses Duell nach Punkten. Unverständlich. Clemens Willner, Deutschland, gegen Jacob, Irland. Auch Willner ist eine gute Nominierung für das deutsche Team. Er gilt als einer der besten Techniker in Deutschland. Man darf wohl mit Recht sagen, dass Deutschland wieder ein hervorragendes Team bei dieser WM aufgeboten hat. Seit Jahren hat Deutschland international immer wieder gute Kämpfer präsentiert. Zusammen mit den Amerikanern sind die Deutschen Weltspitze. Sie sind seit Jahren die führende Nation. Willner kämpft souverän. Er hat den Kampf jederzeit im Griff. Er geht kein Risiko ein. Er macht alles mit Technik. Und er gewinnt. Sein nächster Gegner ist der weltbekannte Tommy Williams, USA. Heute mit 36 Jahren fast schon eine Legende. Mehrfacher Weltmeister im Leicht- und auch Vollkontakt. Er war sogar Weltmeister bei den Profis der PKA. Aber man sieht, dass ihm sein Alter langsam zu schaffen macht. Diese jungen Nachwuchskämpfer bringen ihn langsam in Verlegenheit. Willner ist nicht entschieden, nicht konsequent genug. Trotzdem dürfte er diese Runde gegen den alten Ringfuchs Tommy Williams für sich verbuchen können. Jeff Smith in der Ecke der USA und in der deutschen Ecke Heinz Klub, der Weltmeister von 1983.
zweite Runde. Die Anweisungen der amerikanischen Ecke sind leicht zu erkennen. Angriff, Angriff, Angriff. Und vor allem mehr Hände. Hände zum Körper, um dem Gegner die Luft zu nehmen. Der nächste Kampf auf Schampringe 3, Fischburger aus der Schweiz, Rom gegen Egos Güter für den Spanien. Blau, next fight. Williams schlägt sehr unsauber, oft mit der Innenhand, was natürlich wie beim Boxen verboten ist. Aber der Schiedsrichter erkennt das nicht. Die Schiedsrichterleistungen waren mit Sicherheit der einzige Schwachpunkt dieser WM. Beide fühlen sich als Sieger. Gewonnen hat aber Tommy Williams. Schade, Clemens Wilner. Und Tommy Williams steht im Endkampf. Sein Gegner ist der Franzose Jamal Rahilou. Handrückenschlag aus der Drehung. Blind geschlagen, das heißt, ohne hinzusehen. Das ist verboten. Zu Recht gibt es dafür eine Ermahnung. Dritte Runde.
Ja, hier kommt Williams doch in arge Bedrängnis. Ist vorbei. Es nicht fassen. Er wurde besiegt. Weltmeister 87 ist Cemal Rahilu. Er hat sein Bestes gegeben, aber es hat nicht mehr gereicht. Seine große Zeit scheint vorbei. Die Jungen stürmen nach vorn. Jerry Rome, USA, Mr. Full Contact. Ein Schwergewicht der Extraklasse, ein brillanter Techniker. Ein Mann, der sowohl seine Kicks als auch seine Hände glänzend beherrscht. Der nie die Übersicht verliert, dessen boxerische Qualitäten besonders hervorstechen. Zählt wirklich zu den ganz Großen dieses Sports. Es ist erstaunlich, wie er sich seine Gegner vom Leibe hält und gegen rohe Kraft mit Klugheit agiert. Seine Überlegenheit ist für den Jugoslawen Saric einfach zu groß. We need to win.
Jetzt steht er im Endkampf mit dem jungen, noch recht unerfahrenen Deutschen Helmut Joda. Wird das nur eine Formsache? Der Deutsche macht seine Sache bis jetzt recht gut. Gegen solch einen Klassemann über die Runden zu kommen, das wäre schon ein Achtungserfolg. Das war wohl mehr die Auswirkung des Respekts als ein zu harter Treffer. Er gibt auf. Nach zwei gewonnenen Kämpfen hat er seine Silbermedaille sicher. Ja, das Publikum ist mit seiner frühzeitigen Aufgabe nicht zufrieden. Aber man muss sagen, er hat sich bis dahin gut gehalten. Sunnyboy der deutschen Mannschaft, Mario Dimitrov. Überzeugt von sich wie kein Zweiter. Er ist ein Publikumsfighter, er kann sich verkaufen. Seine Haltung ist schon profihaft. Sein erster Gegner heißt Bruno, er kommt aus der Schweiz. Deckel hoch und runter. Ja, Timo! Ja, Timo! Ja, Timo! Ja, Timo! Ja, Timo!
Schade, dass er nicht mit beiden Händen schlagen kann. Sein erster Gegner, sein erster Sieg. Sein zweiter Gegner ist der Italiener Panunzio. Hier wieder ganz typisch, das Schlagen mit der linken Hand. Wie gut müsste er sein, wenn er mit beiden Händen gleich stark kämpfen könnte. Italiener hat was am Auge. War es ein Ellbogen oder ein Schulterstoß? Er musste aufgeben. Und hier steht Dimitrov gegen den Engländer Ambrose. Dimitrov will es wissen. Er will gewinnen, das sieht man und das spürt man. Aber dieser Engländer ist nicht ohne. Ein cleverer, begabter Junge. Die zweite Runde.
Ambrose ist ein ausgezeichneter Kämpfer. Er bleibt Dimitrov nichts schuldig. Mr. Joe Joe Hall, der Präsident der WACO Great Britain. Sieger ist Dimitrov. Hier ist sein vierter Gegner, der Holländer Romeo Charry. Charry war 83 Weltmeister in der 60-Kilo-Klasse. In den letzten Jahren hat er in Amsterdam mit Erfolg Thai-Kickboxen bestritten. Dieser Ringrichter unterbricht die Kämpfer immer wieder viel zu früh. Das wird in diesem Kampf leider mehrfach zu beobachten sein. Ein Wort zu den Handschuhen. Sie feiern hier bei dieser WM Weltpremiere. Es handelt sich hierbei um eine neue Generation von Kampfhandschuhen, die einige bedeutende Verbesserungen präsentieren. Sie haben eine vorgeformte Sicherheitsfüllung, die genau auf der Schlagfläche konzentriert ist und nicht manipuliert werden kann. Dadurch haben sie eine optimale Sicherheit, die lange erhalten bleibt. Sie liegen ausgezeichnet in der Hand, sind unglaublich bequem beim An- und Ausziehen und sie verfügen über einen Schnellverschluss, der das Öffnen und Schließen in Sekundenschnelle erledigt. Auch sie haben bereits die Anerkennung des Weltamateurboxverbandes als internationale Wettkampfhandschuhe. Die optimale Sicherheit wurde von der Technischen Universität Berlin bestätigt. Damit dürfte der Kampfsport wie Boxen und Kickboxen in der Zukunft erheblich sicherer werden.
Ein Grund zur Freude für alle Kämpfer und ein Grund zur Beruhigung der Öffentlichkeit, die im Kampfsport nicht unberechtigterweise immer wieder große Gefahren für die Kämpfer gesehen hat. Die Sicherheitsmaßnahmen haben sich durch den Kopfschutz und die neuen Handschuhe bestens bewährt. Verletzungen waren praktisch gleich null. Die zweite Runde. Man sieht deutlich, dass Thai-Kickboxen, wie es in Holland überwiegend betrieben wird, etwas anderes als Kickboxen ist. Shari ist wahrscheinlich zu sehr auf Low-Kicks trainiert, die er hier allerdings nicht anwenden darf. Wer sich auf Low-Kicks und Thai-Boxen spezialisiert, der muss naturgemäß die vielen Techniken, die das reine Kickboxen erfordert, trainingsmäßig vernachlässigen. Und das macht sich natürlich im Stil bemerkbar. Hier sieht man den Fußschutz. Auch dieser Top-10-Fußschutz ist aus dem gleichen Sicherheitsmaterial vorgeformt und den Füßen anatomisch angepasst. Der Holländer klammert sehr oft. Hier bekommt er wieder eine Verwarnung. Jetzt gibt es sogar einen Minuspunkt dafür. Es sieht nicht gut aus und macht außerdem den ganzen Kampf uninteressant. Das war wieder so eine blindgeschlagene Backfist. Und jetzt die dritte und letzte Runde. Der Holländer lässt das Klammern nicht sein. Und auch diesen Kampf gewinnt Dimitrov. Er wird Weltmeister.